17 YouTuber in so und so. Was? Warte mal, im Skript steht doch, dass wir... Hallo, ich bin der Drock. Und bevor wir starten, möchte ich noch schnell was loswerden. Ich finde, diese Reaction-Videos nehmen auf YouTube langsam überhand. Jeder reagiert nur noch auf dieses und jenes und das macht nicht nur die Kunst kaputt, es nimmt den kleineren Creator noch die Klicks weg. Dazu kommt, dass die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Zuschauers immer mehr abnimmt und Dennis, danke für dein Tier 3 Sub. Kuss. Ständiges Pausieren den Flow des Videos zerstört. Kuss. Gott. Naja, viel Spaß mit 17 deutsche YouTuber in so und so vielen Sekunden. Richtig nice gemacht. Schaut euch den Rest gerne selber an und wir gehen rüber zu Tanzverbot. Let's go. So, hier, Casino-Deals. Oha, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Wir schauen rein. Also ehrlich, es tut mir leid, Leute, aber ich muss das jetzt hier einfach nochmal ansprechen, weil ich es nicht check. Ich check's nicht. Ich bin richtig angepisst. Die Sache mit den Casino-Deals. Wenn dann ein Orange, ja, dann so ein Deal annimmt und auf die Zuschauer scheißt und Monte, ja, Monte die Thematik dann auch noch unterstützt. Alter, wie kann man so krass den Bezug zum Geld verlieren? Oh, Kilian, Digga, guck mal. Du nimmst dir das Recht raus, über was zu urteilen, mit dem du gar nichts zu tun hast, Digga. Und wenn ich mir jetzt hier angucke, wie Monte reagiert und sagt, dass ich darüber nichts zu urteilen habe, dann, das ist doch schon wieder... Ja, moin. Kilian, Bruder, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, pass auf. Wie kannst du, der sein Leben lang kein Geld hatte, behaupten, dass ich mich dazu nicht zu äußern habe? Ey, Kilian, Digga. Oh. Ey, nee, mir reicht's, Junge. Ich bin so pisst, Alter. Ey, Kilian, warte mal. Wo gehst du jetzt hin? Ah, scheiß drauf, Digga. Ja, okay, die beiden haben mal wieder Differenzen. Ich will mich in den Beef gar nicht einmischen. Ich esse sowieso kein Fleisch. Deshalb schauen wir lieber beim guten Fritz vorbei. Oha, neue Folge 7 vs. Wild. Wir gehen rein, let's go. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage. Ja, komm, das kennen wir. Ich bin hier gerade unterwegs im Wasser, weil ich unfassbar Durst habe. Und ich hoffe einfach, dass ich da unversehrt hinkomme. Weil hier in der Wildnis weiß man ja nie. Oh, hier sind Spuren. Ich glaube, ich höre was. Ach krass, da ist ein Bär. Und auch noch ein stattlicher. Der hat offensichtlich einige Falafel-Döner-Teller mit Pommes gefüttert. Ich muss aufpassen, der sieht aggressiv aus. Ich versuche die Kamera für euch zu positionieren. Moment. Deshalb bin ich extrem doll angepisst und deswegen muss ich auch dieses Video machen. Tut mir leid, auch wegen dem Titel und alles, aber das ist mir egal. Ich lass mich hier nicht mehr länger klein machen lassen. Ah, jetzt ist er in den Wald gegangen, oder was? Ja, moin. Und jetzt sehe ich hier auf meinem Handy schon wieder, wie abwertend sich Monte hier zu äußert. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ey, Digga, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, das ist mein Ernst. Das ist mein voller Ernst. Warum kannst du dir nicht einfach eingestehen, dass diese ganze Casino-Thematik einfach scheiße ist? Ey, Kilian, Bruder, warum? Ist nicht böse gemeint, warum kannst du dich einfach zugeben, nicht um dass du... Kram? Ach, komm, Alter, ey, nein, das geht mir auf den Sack. Ich hau ab. Ey, wo gehst du jetzt wieder hin? Warte doch einfach mal. Ach, piss dich, Digga. Marcel? Jens, Diggi, wollen wir gleich eine Runde Slots ballern? Nee, ich kann nicht, ich bin live. Du bist live? Ja, ich bin live. Ah, Schmutz, Digga. Ja, wir schauen doch gerade dein Video. Aha, schaut dir schön ein Video von Monkel Onte. Was? Monkel. Oh! Monk. Ach, scheiß drauf, Digga. Ah! Was war denn das, Chat? Was war das? Was war das? Habt ihr das gesehen? Hä? Was war mit dem los? Hallo, oh. Knossi, guck dir mal bitte dieses Video an. Ich glaube, das wird dir bestimmt gefallen. Gruß, Dennis. Dennis, mein Lieber. Danke für den Fünfer. Oh, der hat einen Link geschickt. Oh, gehen wir da rein? Ja, oder? Ja, komm, wir gehen rein. Oh, Baby, rein da. Yo, Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Leon Maché am Start. Und heute pranken wir Locke. Du Drecksau. Da hat wirklich einer Scheiße geschickt. True. Unge ist ein Lügner und Manipulator. Und ey, Digga, dass du da lachst, ne? Locke ist fast gestorben. Und du lachst. Und das sagt ein Leon. Ein Leon, der zahlreiche Fake-Pranks, Fake-Gewinnspiele, Diebstahl und Gewaltandrohungen rausgehauen hat. Ich erinnere hier nochmal an das Gewinnspiel für das Schulkonzert mit ApoRed, was nie stattgefunden hat. Aber apropos ApoRed, wenn ihr glaubt, dass die Sachen, die Leon abzieht, scheiße sind, dann haltet euch fest, wenn ich euch jetzt zeige, was der Allerechte mal wieder rausgehauen hat. Meine Entschuldigung, ApoRed. Ich habe ja in meinem letzten Video schon bewiesen, dass ApoRed nicht zu seinem Gerichtstermin erschienen ist. Und hier kann ich direkt sagen, hier hat Mimi mal wieder gelogen. Mimi, dieser Hässliche, dieser Dreckige. Ich schwöre bei Gott, der Gerichtstermin, der war gar nicht. Ich war nicht mal vorgeladen, Digga. Hier, guck mal, ein Kalender, kein Termin, Digga. Also hier hat sich der Psychopath mit sadistischen Zügen mal wieder komplett hops genommen, Digga. Aber nicht nur das, ich habe auch bewiesen, dass Red seine Zuschauer scammt, indem er die Gewinnspiele nicht einlöst, abgelaufene Produkte verschickt oder Leute auf eBay abzieht. Und auch, dass er Insolvenz beantragt hat, konnte ich beweisen. Und dann sagt er in seinem eigenen Video auch noch, dass er sein Vermögen ins Ausland geschafft hat und gibt eine Straftat zu. Ey, guck mal, Mimi. Du
Du weißt doch gar nicht, wie das alles abgelaufen ist. Du warst doch gar nicht dabei. Wo sind deine Beweise, dass ich insolvent bin? Wo sind deine Beweise, dass die Preise und eBay-Sachen nicht rausgegangen sind? Aber jetzt kommt's. Wenn man die Adresse aus seinem eBay-Account auf Google Street View eingibt, dann kann man von seinem Balkon aus durch das Fenster in Reds Wohnung reinschauen, weil er keine Gardinen hat. Ey, was ist denn jetzt los, Digga? Der Typ hat keine Gardinen, weil er broke ist, das ist doch klar. Mimi, Digga, hör auf damit. Und jetzt schaut mal genau hin. Digga, neben seinem Schreibtisch sieht man die Gewinne aus dem Instagram-Gewinnspiel und die Produkte, die er auf eBay verkauft, aber nie verschickt hat. Digga, will der mich... Polizei, Hände hoch, Sie sind verhaftet. Ja, Digga, Apo, ey, der kriminelle Hase. Ja, Apo Red wurde verhaftet. Was ist passiert? Muss er ins Gefängnis? Diese Fragen werde ich nun rechtlich durchleuchten, deswegen bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger und Solmecke und YouTuber und Unternehmer. Naja, wobei Unternehmer kann man ja nicht wirklich sagen. YouTuber ApoRed wurde verhaftet, nachdem er den Insi-Modus aktiviert hat. Ja, wir haben uns den Clip gerade angeschaut und viele fragen sich, kommt ApoRed wirklich ins Gefängnis? Na, da kann ich sagen... Nein, er kommt nicht ins Gefängnis. Man konnte sich auf keine Verurteilung einigen, da ApoRed erst gar nicht zum Gerichtstermin erschienen ist. Wie es trotz Verhaftung dazu kommen konnte, ist noch unklar. Man kann allerdings schon sagen, dass das deutsche Rechtssystem hier in diesem Fall total versagt hat. Really? Warte mal, habe ich dafür jetzt noch schnell Zeit? Weiß ich nicht. Ah, doch, passt. Ja, es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Ja, es stimmt, ApoRed wurde verhaftet, aber nicht verurteilt. Man muss allerdings nicht gerade Jura studiert haben, um zu checken, dass hier irgendwas nicht stimmt. Denn eins ist klar, die Verhaftung hat stattgefunden und auch die Beweise scheinen alle da zu liegen. Ey, immer diese losten Menschen, diese YouTuber und Streamer, die irgendwelche Kacke über mich labern. Ich wurde nicht verhaftet, ich schwöre bei Gott, als die Polizisten kamen, ich und die Gewinne und die eBay-Sachen, wir waren hier weg. Ja, ich bin weggesneakt, kein Bock zu gehen, so Knast vorbei. Und deshalb wollte ich Fuchs mit diesen ganzen deutschen Kopfschmerzgeschichten wie Gerichtsverfahren einfach sparen und bin erst mit meinem Kumpel untergekommen, so auf unser Hase. Das ist doch nicht meine Wohnung, also wundert euch nicht, dass hier keine Gardinen sind, Digga. Aber hier sind fast 100 Quadratmeter, das ist eine Wohnung, die sich die meisten Vollspackes von euch gar nicht leisten können. Mimi schreibt, ey Sascha, wo ist ApoRed und warum tut er kein mehr Anzeigen? Der war gut, Digga. Hä, da ist irgendwer. Oh, nicht schon wieder ein Einbrecher, Digga. Ey Kilian, was machst du, Bruder? Ich hab gesagt, mir reicht! Verpiss dich, du Hurm! Verpiss! Moin Leute, Trimax hier und ich muss echt sagen, starker Start, gute Rechte von Tanzi, Monte muss noch ein bisschen an seiner Deckung arbeiten, bisschen kontern, aber ansonsten unterhaltsamer Kampf auf jeden Fall. Naja, wir machen weiter. Wo wollen wir jetzt reinpayen? Heyday, FIFA? Obwohl, scheiß auf FIFA. Pokémon Pack Opening oder Clash of Clans? Ey Digga, auch das ist Glücksspiel! Ingame-Käufe und Lootboxen oder Packs oder so Sachen, das ist Glücksspiel! Oh, Baby, Glücksspiel! Ja! Alge! Ey, stell dich Demo bei Seven vs. Wild vor. Obwohl, warte mal. Wichtig und richtig. Also ich muss mich korrigieren. Tanzi hat vollkommen recht, Digga. Ja, doch, wir sind Freunde, Digga. Hä? Chad? Haben die sich nicht gerade noch geboxt? Chad? Tanzi, Monte, wenn ihr das klären wollt, kommt auf die Insel. Warte, wo wohnt Unge nochmal? Madeira, oder? Oder ist das Brasilien? Wollen wir uns das nochmal angucken, Chad? Tanzi reagiert auf Monte, reagiert auf Tanzi? Okay, ich glaube, wir gucken rein, Chad. Ah, Digga, diese Reactions of Reactions. Sag ich dir ehrlich, Bruder, mittlerweile Schmutz, Digga. Alles ist in dichten Nebel gehüllt. Der will mich schlagen, der will mich schlagen! Ja, it's off! Come on, das war strong, ey! Wie lächerlich ist der Leon, oder? Ich lach nicht deshalb. Ich musste nur gerade an Revi denken. Hey! Der will mich echt schlagen, Digga, so wie Mimi damals. Aber ey, Mimi, Digga, was laberst du eigentlich? Ja, Mimi, genau, was los bei dir, Digga? Ich bin nicht Brokey Mokey, okay? Und ja, ich hab mein Vermögen ins Ausland geschafft und jetzt? ApoRed hat mal wieder eine Strafe dazugegeben und muss deshalb wohl doch ins Gefängnis. Das kann man sich nicht ausdenken. Ey! Polizei, Hände hoch! Digga, will er mich auseinandernehmen, Digga? Hä, das ist alles so dumm. Ich muss dazu einfach meine Meinung sagen.
17 und so. Ah, nice. Jetzt hat er daraufhin das Video hochgeladen. Wir sehen das Intro nochmal und so schließt sich der Kreis. Stark. Aber gut, das kennen wir schon und dann, ja, war's das auch schon. Richtig nice gemacht. Checkt den Drog ab, lasst ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Ey, das ist krass, wie viel Arbeit das ist. Also ich werde direkt mal auf Patreon supporten und eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Und an die Leute, die sowieso schon bei Patreon supporten, Kuss geht raus. Auch krass, wie viele hier bei der Synchronisation geholfen haben. Ach, Tobi von Top Imitiert hat ja auch mitgemacht. Stark. Checkt seinen Kanal auch unbedingt ab. Alle Links in der Beschreibung. Sehr, sehr nice. Kuss. Und jetzt kauft mein Merch! Zu jedem bestellten Artikel gibt es keine limitierte Wackelkarte. Alles unten in der Beschreibung verlinkt. Okay, tschüss!